Ochs, Steaks und Grill. Hochqualitative Steaks, Fischgerichte bis hin zu mediterranen Vorspeisen und einer großen Auswahl an Pastagerichten aus unserer Ochs-Schauküche. Dazu servieren wir Ihnen eine große Auswahl an in- und ausländischen Spitzenweinen. Ochs, Steaks und Grill unter anderem in den Star-Movie-Kinos Wels, Ried und Steyr. ochs-wels.at. Regionalmagazin in Donau-Hausruck. 7 Bezirke, 88 Gemeinden. Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Kultur und Sport aus einer liebens- und liebenswerten Region. regional-magazin.at. Samstag, 25. Mai 2019. Eishockey-Turnier im Star-Movie Wels. Live-Übertragung auf die Kinoleinwand. E-Kickerl der Sportunion Oberösterreich. Jetzt ganz schnell anmelden auf sportunionooe.at. Exotischer Genuss im Ochs, in der Plus City sowie im Herzen von Linz. Die exklusive Sushi-Bar mit asiatischem Flair. Lassen Sie sich von unseren Sushi-Meistern verwöhnen. Die Sushi-Bar im Ochs, in der Plus City und im Herberstein Linz. Dass es am 1. Mai, dem Tag der Arbeit für den SV Pöttinger Christkirchen, einiges zu tun gibt, davon kann man beim Heimmatch der Heinle 11 gegen den LT1 Oberösterreich Liga 2. Die jungen Wikinger Ried ausgehen. Die Fohlen des Bundesliga-Clubs SV Gundermattig Ried würden im Gegensatz zu einigen anderen Oberösterreich-Liga-Vereinen den Aufstieg in die Regionalliga und damit in die dritthöchste Fußballliga Österreichs mit Handkuss nehmen. Also grundsätzlich ist für uns natürlich, wäre das natürlich eine super Sache, wenn wir aufsteigen könnten, weil für die Jungs ist das dann trotzdem nur mehr eine andere sportliche Herausforderung. Für uns wäre es toll natürlich, aber wir müssen das schon auch noch abklären, was das dann finanziell wirklich ausmacht. Aber natürlich haben wir schon das Ziel, dass wir auch aufsteigen. Völlig anders da die Situation beim SVG, obwohl man gerade in der Rückrunde brav punktet und auch immer wieder Top-Leistungen zeigt, ist man immer noch mittendrin im Abstiegskampf. Aber, und das ist das Erfreuliche, sowohl Mannschaft und Trainer als auch die neue Funktionärsriege sorgen dafür, dass das Frühlingsstadion für die Fußballfreunde aus der ganzen Region wieder einen Besuch wert ist. Über 400 sind es zum Beispiel an diesem 1. Mai. Ja, das ist einmal ganz, ganz wichtig, dass die Leute wieder zurückgekehrt sind, dass hier eine Mannschaft mit Herz spielt, das ist ganz, ganz wichtig und auch guter Fußball geboten wird. Und was mich freut, dass bei jedem Spiel mehr Zuschauer sind. Und heute waren es, ich schätze, knapp 400. Es ist die Mannschaft auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Team geworden. Und es wird so aussehen, dass das auch für die nächste Saison bleibt. Der Trainer wurde schon verlängert und die meisten Spieler werden auch bleiben. Das ist einmal ein sehr gutes Zeichen für die neue Saison, also für die nächste, ne? Die über 400 im Frühlingsstadion sehen dann schon in Minute 1, wie die Heimelf über links den ersten guten Angriff fährt. Der Abschluss von Moser ist dann allerdings weder Fisch noch Fleisch. Nur eine gute Minute später tauchen die Gäste, ebenfalls über die linke Seite, vor dem Heimkasten auf. Und bei den Innviertlern klappt das Ganze viel besser. Seiwald mit der Maßflanke zur Mitte und dort übernimmt Hannes Huber, dem von der Heimabwehr viel zu viel Freiraum gelassen wird, die Kugelwolle und SVG1er Hartl ist geschlagen. 3. Minute, die jungen Wikinger Ried führen gegen den SV Pöttinger Christkirchen mit 1:0. Ein Auftakt, den sich die Heinle-Jungs wohl völlig anders vorgestellt haben. Die Kicker aus der Bierstadt aber nicht wirklich geschockt, fahren nur 180 Sekunden nach dem 0:1 einen fast perfekten Angriff. Fast perfekt nur deshalb, weil Christkirchens Leibezeder das Spielgerät ans Aluminium des von Güttelbauer gehüteten Gästegeführts knallt. Danach gibt's für die über 400 im Frühlingsstadion eine kurze Entspannungsphase.
denn die nächste Szene stammt aus der 20. Minute. Nach der Seiwald-Flanke setzt Huber seinen Kopfball über das SVG-Heiligtum. Goli Hartl muss nicht eingreifen. Sein Gegenüber Güttelbauer in der 27. Minute schon. Denn der Hammer von Winnetzhammer aus gut 25 Metern ist nicht von schlechten Eltern. Der Wikinger-Schlussmann lenkt die Kugel über die Latte. Der daraus folgende Corner bringt für die Heimelf nichts ein. Die Hausruckviertler haben jetzt sichtbar den Vorwärtsgang eingelegt und sind nach diesem Stadler-Freistoß von der rechten Seite dem Ausgleich recht nahe. Gespielt sind zu diesem Zeitpunkt 29 Minuten. Noch viel näher dran am 1:1 sind die Jungs aus der Bierstadt in der 37. Minute. Dieses Mal gibt's den Freistoß für sie von der linken Seite. Der Herr der ruhenden Bälle, Thomas Stadler, führt aus und danach herrscht Alarmstufe Rot vor dem Kasten der jungen Wikinger. Es läuft die 45. Minute in diesem LT1 Oberösterreich-Liga-Match der 24. Runde. Chris Kirchen Stadler, wer sonst, schlägt den Eckball vor das Gästetor. Felix Ratzenberger mit dem Kopf an der Kugel dran. Güttelbauer fängt das Runde, allerdings mit einem Schönheitsfehler. Denn der Assistent sieht, der Ball ist nämlich schon hinter der Torlinie. 45. Minute, der SV Pöttinger Chris Kirchen gleich gegen die jungen Wikinger Ried zum 1:1 aus. Ein absolut perfekter Zeitpunkt für diesen Treffer. 10 Sekunden später beendet der sehr gute Schiri Eichner die erste Hälfte. Ochs, Steaks und Grill, hochqualitative Steaks, Fischgerichte bis hin zu mediterranen Vorspeisen und einer großen Auswahl an Pastagerichten aus unserer Ochs-Schauküche. Dazu servieren wir Ihnen eine große Auswahl an in- und ausländischen Spitzenweinen. Ochs, Steaks und Grill unter anderem in den Star-Movie-Kinos Wels, Ried und Steyr. ochs-wels.at. Regionalmagazin in Donau-Hausruck. 7 Bezirke, 88 Gemeinden. Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Kultur und Sport aus einer liebens- und liebenswerten Region. regional-magazin.at. Samstag, 25. Mai 2019. Eishockey-Turnier im Star-Movie Wels. Live-Übertragung auf die Kinoleinwand. E-Kickerl der Sportunion Oberösterreich. Jetzt ganz schnell anmelden auf sportunionooe.at. Exotischer Genuss im Ochs, in der Plus City sowie im Herzen von Linz. Die exklusive Sushi-Bar mit asiatischem Flair. Lassen Sie sich von unseren Sushi-Meistern verwöhnen. Die Sushi-Bar im Ochs, in der Plus City und im Herberstein Linz. 10 Minuten nach Wiederbeginn startet Chris Kirchens Moser seinen Sololauf auf der linken Seite. Dann sein Querpass vor das Gästetor, die Kugel aber an Freund und Feind vorbei. Die Chance auf eine SVG-Führung ist dahin. In der 72. Minute dann diese Szene. Wikinger Handlechner bewegt sich eigentlich schon vom Heimheiligtum weg. Da kommt diese völlig unnötige Reaktion von SVG-Schlussmann Hartl. Er greift dem Rieder in die Beine. Für Schiri Eichner eine glasklare Sache. 11 Meter für die Gäste. Eine Kurzschlusshandlung bringt den Riedern die Peak-Möglichkeit zur neuerlichen Führung in diesem LT1 Oberösterreich-Liga-Match der 24. Runde. Felix Seiwald lässt sich diese Chance dann auch nicht entgehen. 73. Minute, die jungen Wikinger Ried führen gegen den SV Pöttinger Chris Kirchen jetzt mit 2:1. Die Nachwuchshoffnungen der SV Gunter-Matic Ried machen jetzt die Schotten dicht, wollen den schon 4. Dreier in Serie ins Trockene bringen. Die an diesem Tag von Ersatzcoach Weißenböck betreuten Innviertler haben aber in der 83. Minute Glück. Denn dieser Schuss von König verfehlt um keinen Meter das Riedertor. Die Heinle-Mannschaft
wirft in den letzten Minuten natürlich alles nach vorne, will zumindest einen Punkt aus diesem Spiel mitnehmen. Logisch, dass sich da Kontermöglichkeiten für die Gäste ergeben. So etwa in der 87. Minute. Hartl hält die Seinen aber mit einer starken Reaktion im Match. Praktisch im Gegenzug scheint sich der Wunsch für die Hausruckviertler in Sachen zumindest ein Punkt zu erfüllen. Rietz Huber packt im eigenen 16er die Sense aus. Die logische Folge daraus: Gelb für den Übeltäter und Elfmeter für die Heimelf. Bei Chris Kirchenstadler flattern aber sichtbar die Nerven. Denn so schießt man einfach keinen Strafstoß. Die Riesenchance zum 2:2 und damit einen Punkt wird sehr leichtfertig vergeben. Schon in der 14. Minute der Nachspielzeit dann noch ein Hunderter für die Gäste, mit dem 3:1 alles klar zu machen. Schlosser lässt diese Möglichkeit aber aus. Und so verliert der SV Pöttinger Christkirchen gegen die jungen Wikinger Ried nur mit 1:2. Wobei auch dieses Ergebnis aufgrund der Chancen und des Spielverlaufs eigentlich ganz anders aussehen hätte können. Ja, sogar hätte müssen. Das weiß auch Wikinger Interimscoach Weißenböck. Ja, war heute ein bisschen eine komische Situation. Unser Trainer ist leider beim A-Diplom in Wien und hat nicht aus dem Kurs raus dürfen. Jetzt bin ich heute eingesprungen. Heute ist sehr komisch gewesen. Ich denke auch für die Burschen nicht so eine einfache Situation, aber sie haben es, denke ich mal, ganz gut gemacht. Das Wichtigste sind heute die 3 Punkte. War sicher nicht eine spielerische Glanzleistung, aber wir haben uns reingekämpft, wir haben dann dagegen gehalten. Vor der Halbzeit eigentlich ein bisschen wegen dem Faden verloren gehabt und zweite Halbzeit, denke ich mal, waren wir aber wieder da und haben wir eigentlich dann wieder die Spiele in den Griff bekommen und denke mal, verdient hat dann das 2:1 gemacht, haben dann das 3:1 leider nicht gemacht, das war eine Riesenchance und haben dann Glück gehabt, dass wir heute den Elfer noch, außer dann haben der Tormann den Elfer auch noch gehalten hat und ja, unterm Strich dann natürlich ein bisschen glücklich, aber im Endeffekt ein Kampfsieg. Grundsätzlich bin ich immer irrsinnig stolz auf die Mannschaft, das ging eine sehr, sehr gute Truppe, die im Zweiter sind heute eine Top-Leistung abgerufen haben. Ich denke, ab der 15. Minute waren wir ganz klar dominant. Wie das dann schlussendlich ausgegangen ist, ist dann natürlich irrsinnig bitter. Ja, schade. Also wenn du als bessere Mannschaft dann als Verlierer vom Platz gehst, ist das natürlich bitter. War ein schöner Fußballnachmittag, unglücklich begonnen. Nach einer Minute steht es 1:0 gegen uns. Dann ist es natürlich ein bisschen zart, aber schön zurückgefunden. Auch viele Chancen vorgefunden, aber es hat nicht sein wollen.